Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Golden Body Personal Training. Ich mache heute ein Video für euch, das vielleicht auch ein bisschen mit Sport zu tun hat, aber kein Training ist. Ich habe eigentlich vor, ein Training für euch zu machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten 2-3 Tage recht hart trainiert und eben gerade vorher schon. Und ich mag einfach nicht mehr. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, anstatt einfach peinomässig rumzuhampeln und euch etwas vorjammern, mache ich es einfach gar nicht und mache dafür mal ein anderes Video. Und zwar ist mir aufgefallen, die einen wissen vielleicht gar noch nicht so unglaublich viel über mich und aus diesem Grund habe ich gedacht, ich mache ein Video, wo ich euch 100 Fragen beantworte. Ich habe da alles auf meinem Bildschirm. Darum schaue ich immer hier runter und probiere euch das ganz ehrlich, sicher und möglichst schnell zu beantworten. Also, möglicherweise gibt es 2 Teile. Ich habe keine Ahnung, wie lange das geht, um 100 Fragen zu beantworten. Und wir legen jetzt los. Erste Frage, dein Name, Laura. Das wissen ja hoffentlich alle. Zweite, Geschwister? Nein, habe ich nicht. Ich habe aber 3 Stiefschwestern. Geburtsort ist Hongkong. Was trägst du gerade? Ein Pulli, Sportleggings, noch von vorher, voll verschwitzt. Und ein paar gute Finken. Dann, welches Lied hörst du gerade oder war das letzte, das du gehört hast? Oh, ich weiss ehrlich gesagt nicht mehr, wie es heisst, von James Arthur. Ist mein absolutes Lieblingslied momentan. Wann hast du das letzte Mal geduscht? Ich muss sagen, ich habe die Frage von vorher nicht durchgelesen. Also ist ja für mich eine Überraschung, was da kommt. Ich habe gestern das letzte Mal geduscht. Und zwar haben wir ein Schwimmtraining gehabt. Und darum war es eigentlich fast nicht zum Gehen gewesen. Dann, was liegt direkt neben dir? 3 Küsse. Da unten ist auch noch eins. Und 2 davon sind selber gemacht. Yay! Dann haben wir, welche Farbe hat dein Schreibtisch? Kohlrabe schwarz. Was sind die letzten 4 Ziffern deiner Telefonnummer? Hä? Nein. Bist du froh, eine Frau zu sein? Ja. Was ist der romantischste Platz für ein Rendezvous? Ich glaube nicht, dass es auf den Platz drauf ankommt. Ich glaube, es kommt auf den Mensch drauf an. Bist du gerade verliebt? Ja. Was willst du mal loswerden? Danke, dass ich das machen darf, was ich mache. Und dass es überhaupt jemand interessiert. Das will ich mal loswerden. Hattest du schon mal einen Freund? Ja. Was war der letzte Film, den du gesehen hast? Das ist, ich weiß schon wieder nicht mehr, mal Urlaubsreif. Wobei, das ist nicht der, der mir in den Sinn gekommen ist, sondern der, der mir als erstes in den Sinn gekommen ist, das war aber schon der zweitletzte Film, gewesen, ist von, ich weiß nicht, wie er heisst, aber es war ein Weihnachtsfilm gewesen und der war wunderschön gewesen. Dann, dein zuletzt zu Hause gesehener Film. Aha, das vorher war Kino gewesen. Also, Kino wäre The Girl on the Train gewesen. Dann, was hast du zuletzt gegessen? Ein Guetzli. Ganz ein billiges Doppelding-Guetzli. Wenn du Kreide wärst, welche Farbe hättest du dann? Mir ist gel als erstes in den Sinn gekommen. Keine Ahnung. Wieso soll ich eine Kreide wählen sein? Was ist der seltsamste Name, den du je gehört hast? Ich weiß auch nicht, ich mache mir eigentlich gar nicht so Gedanken. Ich finde die amigs noch lustig, die so tönen wie jemand, den man kennt, aber es ist einfach ein Buchstabe vertauscht. Wie irgendwie. Ich weiß doch auch nicht, Sina wäre so der Normalname. Und dann heisst sie einfach Mina oder so. Ich finde die Namen noch lustig. Dann, letztes Buch, das du gelesen hast, ist auch The Girl on the Train. Hast du eine Lavalampe? Nein.
Wenn du einen Tag die Welt regieren könntest, was würdest du dann ändern? Gute Frage. Wow. Ich glaube, es geht gar nicht an einem Tag, dass ich alles ändern würde. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass jeder bei sich selber muss anfangen muss und dass das nichts nützt, wenn ich einfach einmal Macht hätte über das Ganze. Dann Lieblingsurlaubsland. Absolut Asien. Es ist aber, ich würde jetzt sagen, wenn ich müsste länger irgendwie go reisen oder go Ferien machen, würde mich die USA auch noch mal sehr interessieren. Was ist dein Lieblingsspruch? Also so ein bisschen zitatmäßig ist eigentlich das, was ich mir tätowieren lassen habe. Das ist gestorbenes Gestern und ungeborenes Morgen. Hast du ein Handy? Ja. Wie ist das Wetter gerade? Hundsmiserabel. Nein, es ist bewölkt. Was hast du die letzte Nacht gemacht? Nicht können schlafen. Mein grösstes Problem war. Und habe 3 Gefängnisdokus geschaut. Leute, die mich näher kennen, wissen, ich habe eine absolute Leidenschaft für Gefängnis- und Gang-Dokus. Also wenn irgendjemand mal Infos braucht bezüglich der Crips und Bloods und irgendwelchen Versuchen, dass man im Gefängnis jemanden umbringen könnte oder so, ich weiss Bescheid. Dann, deine Lieblingsfilme. Also es sind zwar nicht Filme, aber es ist wie so eine, wie nennt man das, Serie. Von The Bands of Brothers. Das ist mein All-Time-Favorite. Dann, letzte Person, mit der du telefoniert hast. Mein lieber Freund, auf was freust du dich als nächstes? Ehrlich gesagt, auf die Nacht. Ich werde wahrscheinlich überrascht und ich bin sehr gespannt. Was isst du am liebsten? Süßes. Definitiv. Alles, was süß ist. Wobei ich habe im Moment ein bisschen eine Schwäche für Käse. Und so Raclette-Sachen. Ich esse eigentlich wirklich alles gerne. Ich habe eine Zeit lang voll den Hyper auf trockene Sachen. Also je trockener es. Gibt es trockener? Ja, ist ja gleich. Je trockener ein Guetzli oder ein Kuchen oder so war, desto besser für mich. Inzwischen spielt es eigentlich keine Rolle. Dann, was hast du als Bildschirmhintergrund? Ich kann euch das zeigen. Aha! Ich weiß gar nicht, ob das ein Laptop oder. Ja, ich zeige euch den hier in der Nähe. Es ist so ein Gedüns. So ein Lichtchen von ganz weit weg. Ganz verschwommen. Dann, was findest du am reizendsten am anderen Geschlecht? Ich glaube, Ausstrahlung. Ich finde zwar grundsätzlich Frauen schöner wie Männer, zum Anschauen. Nicht, dass irgendjemand da falsche Verbindungen strickt, aber ja, ich glaube, es ist die Ausstrahlung. Und wenn ein Mann schön kann laufen, das macht ganz viel aus. Glaubst du an die Liebe auf den ersten Blick? Absolut. Wie viele Kinder willst du mal haben? Ich hätte grundsätzlich gerne 3, wenn es geht, 2 Buben und 1 Mädchen. Wie viele Jungs, Mädchen? Ah, das habe ich jetzt gerade gesagt. Was isst du zum Frühstück? Es kommt auch drauf an. Entweder Müsli oder Gumpfibrötli. Ich wünschte, ich wäre so der Acai Bowl-Typ oder irgendwelche Pancakes oder so. Ah, ich habe keine Nerven und keine Zeit am Morgen. Da habe ich einfach Hunger und will etwas essen. Also, es muss immer schnell gehen. Das ist der Grund, wieso ich drauf gekommen bin, zum Müsli selber. Oder zum Müsli auf den Markt bringen, weil es mich genervt hat, dass es nicht zuckerfrei gibt. Darum mache ich zuckerfrei Müsli. Und es muss gleichzeitig auch einfach schnell gehen. Und das ist eigentlich die Alternative gewesen. Dann, wer sind deine besten Online-Freunde? Ich habe nur reale. Ich habe keine Online-Freunde. Keine Ahnung. Was ist deine Lieblingsfernsehserie? Ich schaue echt eigentlich kein Fernsehen. Ich
bin durch meinen Freund drauf gekommen, zum Anfang einen Film zu schauen. Und ich schaue Dokus auf YouTube, aber ich schaue grundsätzlich nicht Fernsehen einfach so. Auch einfach aus zeittechnischen Gründen. Mir fehlt wirklich Zeit. Was ich aber mache, ist teilweise Bachelor im Nachhinein schauen, weil ich es einfach so amüsant finde. Dann, wer war die letzte Person, mit der du geredet hast? Also in dem Fall live. Meine Kunden von der letzten Gruppenstunde heute Mittag. Glaubst du an den Himmel? Ja klar, ich habe ganz viele nahe Menschen, die im Himmel oben auf mich warten. Ja, sicher glaube ich an den Himmel. Was ist die beste CD, die du hast? Boah. Wahrscheinlich irgendeine selber brennte. Oder ich bin ein riesen Jennifer Lopez Fan gsi. Wahrscheinlich so eine. Aber ich höre eigentlich nicht mehr gross CD. Was ist die peinlichste CD, die du hast? Ich wüsste es gar nicht. Vielleicht von irgendeiner Boyband oder so. Man hat nicht mehr so CDs. Ich kann es nicht sagen. Wer ist die lustigste Person, die du kennst? Definitiv mein Freund. Wer ist die coolste Person, die du kennst? Ich kenne ein paar coole Personen. Ich kann nicht einfach eine nennen. Ich habe wirklich viele um mich herum, die cool sind. Wer ist die bestaussehendste Person, die du kennst? Definitiv die Stübi. Das ist eine gute Kollegin von mir und ich finde sie einfach wunderschön. Glaubst du an Wunder? Ja, das mache ich. Was ist das schlimmste Gefühl? Angst, würde ich jetzt sagen. Was ist das schönste Gefühl? Gebraucht zu werden und das Gefühl, dass ja, vielleicht das Gefühl, geliebt zu werden, kann man das so sagen? Ja, ja. Wie müsste dein Traumjunge sein oder aussehen? Ich meine das wirklich ehrlich, spielt mir nicht so eine Rolle. Ich habe ein riesiges Glück, dass der Janik einfach so schön ist. Aber ja, ich habe da nicht bestimmte Vorstellungen. Dein Lieblingssport? Ich mache eigentlich alles nicht so gerne. Nein. Es kann alles sein. Es muss einfach abwechslungsreich sein. Was ist das Erste, dass du bei folgenden Wörtern denkst? Ah, oh nein. Oh Mann, das ist ja eine Frage, die noch etwa 6 Fragen mehr hat. Also, Babys. Geschrei, herzig. Schule, betrifft mich nicht mehr. McDonald's, McFlurry. Shopping. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist ehrlich gesagt, dass ich es schade finde, dass die Online-Shops so boomen. Ich meine, es ist mega praktisch und ich sage auch, ich steuere sicher dazu bei, dass es so läuft, wie es läuft. Aber ich finde es eigentlich auch schade, dass man immer weniger Leute in der Stadt sieht, habe ich das Gefühl. Dann Musik. Ja, sehr gerne, natürlich. Winter. Oh, ich bin eigentlich ein absoluter Sommertyp. Aber immer wenn es so in die Winterphase geht, habe ich Freude, weil ich liebe das. Ich habe ganz viele so kuschelige Pyjamas und eben mit diesen Finkli oder diesen Söckli. Ich stelle mir das immer so vor dem Schmine und so Waldhüttenstil und so. Dabei, ich habe keine Waldhütte und ich habe keine Schmine. Es ist eigentlich nicht so relevant. Dann Tag. Es ist hell am Tag. Keine Ahnung, was kommt einem da jetzt hin. Nacht. Dunkel in der Nacht. Ich weiß es nicht. Dann, dein Lieblingszitat ist eigentlich das gleiche wie mein Lieblingsspruch. Auch wieder meine Tätowierung. Was ist das Wichtigste für dich im Leben? Mich selber können sein. Wer ist die erste Person, in die du dich verliebt warst? Ich glaube, das war mein Nachbarsbub. Was ist unter deinem Bett? 2 so Ikea-Kisten, wo man
Zeug verstauen kann. Das Coolste, das du gesehen hast. Das Coolste. Ich würde jetzt vielleicht sagen, fremde Städte oder so. Ich könnte jetzt nicht gerade etwas sagen. Ich habe Bali sehr eindrücklich gefunden. Auch so am Strand und essen, im Sand können. Ich bin Vegan inzwischen. Da habe ich noch Fisch gegessen. Fisch können aussuchen und zuschauen, wie Fischer gerade aus dem Meer gekommen sind. Das war sehr eindrücklich. Hast du schon mal mit einem Jungen im Bett geschlafen? Ja. Dein Lieblingsschulfach? Ich habe gerne so Hanski und Werken und so gehabt. Hast du zurzeit einen Freund? Ja. Deine Lieblingstiere? Schwierig. Früher waren es Affen, dann waren es Schmetterlinge, Tiger. Ich mag eigentlich alle Tiere. Ich könnte jetzt nicht gehen. Oh, mal! Jetzt, als ich meinen Weihnachtsbaum hier anschaue, kommt es mir nicht Sinn. Ich habe eine absolute Schwäche für Hirsche. Also sobald die Weihnachtszeit losgeht bei mir zuhause, hat es alle Arten von Hirschen da auf Küsse, auf Decken, aufgehängt, so in Porzellan, aus Stoff, aus Holz, ganz gross, ganz klein, Bilder, alles. Hirsche, ja, absolut. Deine Lieblingsklamottenmarke? Ich bin nicht so ein Markentyp grundsätzlich. Der Pulli ist von Skechers. Irgendwo sieht man es, glaube ich, da. Meine absoluten Lieblingsschuhe, die weißen, sind momentan, also sind auch von Skechers. Sonst spielt mir wirklich nicht so eine Rolle. Ich habe bei Sportkleidern eigentlich so ein bisschen alles. Ich habe bei den Jeans, wobei ich habe eigentlich immer Leggings an, aber ich habe bei den Jeans vor allem Tellyway, aufgrund von dem, weil sie so tief geschnitten sind. Und sonst, ja, halt so ein bisschen Vero-Moda, H&M, Zara, ja, so ein bisschen das. Jungs mit langen oder kurzen Haaren? Ja, schon kurz. Auf wie viele Konzerten warst du schon? Ganz, ganz wenig. Ich bin tatsächlich bis jetzt auf 2 Konzerte gewesen. Also so richtig so Hallenstadion-mässig. Sonst so kleinere Auftritte oder irgendwie Clubs innen oder so, das schon mehr. Aber nicht auf mega grossen. Auf welchem Konzert warst du zuletzt? Das war Coldplay. Warst du schon mal im Krankenhaus? Ja, schon. Mindestens 2 Mal mit der Geburt. Wenn ja, warum? Eben einmal Geburt und einmal wegen der Magersucht. Dein Lieblingsgetränk ist Schwarztee mit Milch. Dein Traumberuf, das ist der, den ich jetzt ausüben kann, als Personal Trainerin. Von wem hast du die crazieste Mail bekommen? Hey, die Frage. Keine Ahnung, crazy. Ja, was ist schon crazy? Ich komme keine crazy Mails über. Ich komme ganz normal über. Wie spät ist es gerade? Es ist jetzt genau 2:30. Welchen Promi würdest du gerne mal kennenlernen? Oh, jetzt kommt mir gerade in den Sinn, ich war nach einem Konzert mehr. Bei der Jessie J, bei Art on Ice. Und die Janik hat organisiert, dass wir die vorderste Reihe können. Und wir waren wirklich etwa, weiss doch auch nicht, 2-3 Meter Abstand von ihr gewesen. Und ich finde sie genial, aber ich bin nicht so der, wie soll ich sagen, ja, nicht wie mit 13 so voll am Hyperen oder so für sie. Und ich habe das ganze Konzert gebrüllt. Und sie hat wieder rübergeschaut und gesagt, ganz. Und ich, ja, es ist super, es ist so schön. Ja, wobei eben persönlich kennenlernen. Ja, mal, ich finde sie noch cool. Sie ist eine coole Person, stimmt. Dann, das schönste Wort im Lexikon.
Boah, keine Ahnung. Ein schönes Wort. Was ist ein schönes Wort? Liebe. Liebe. Hast du dir schon mal die Haare gefärbt oder getönt? Ja, schon dutzende Mal. Wenn ja, in welcher Farbe? Alles. Blau, orange, rot, blond, schwarz. Alles. Deine Lieblingsseite im Netz? YouTube, definitiv. Dein Lieblingsauto? Mein Hyundai. Bist du stur? Stur nicht unbedingt, nein. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Sehr. Wie war dein erster Kuss? Ich glaube nicht wirklich atemberaubend. Dein Lieblingsmessenger? Hey, was sind das für Fragen? Der Facebook-Ding, das ist das Einzige, was ich brauche. Bevorzugte Haarfarbe, Natur. Bevorzugte Augenfarbe, es ist ja recht fies, mein Vater hat die hellblauesten Augen, die ein Mensch überhaupt haben kann. Und ich habe kackgrün mit braun bekommen. Also ja, ich hätte sicher auch gerne blaue. Aber es spielt nicht so eine Rolle, es ist wirklich etwas, was nicht so wichtig ist. Wohin willst du in deinen Flitterwochen fahren? Also vor allem mit den Flügen und nicht fahren. Einfach, ich habe nicht so gerne die gewöhnlichen quasi da Malediven und all das Zeug, auch wenn das vielleicht cool ist für zwei Nächte oder so. Aber ich glaube, mir würde es aufwärts langweilig werden. Darum einfach alles, was nicht so zum Standardprogramm gehört. Warum machst du den Scheiß hier mit? Ja, das frage ich mich auch. Dass ihr mehr von mir erfahrt, keine Ahnung. Wenn du die Möglichkeit hast, es dich einfrieren zu lassen, nach 1000 Jahren wieder auftauchen zu lassen, würdest du es tun? Ja. Gut, die Frage ist, müsste ich mich jetzt eingefrieren lassen oder ab dem Moment, wo ich würde sterben? Jetzt, in dem Moment, will ich eigentlich das leben, wo ich jetzt lebe. Wenn du deinen eigenen Fernsehsender hättest, was würde darauf laufen? Wahrscheinlich den ganzen Tag Fitnessübungen. Drauf, 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 drauf. Nein, ich glaube, alles, was den Menschen helfen würde, in jeder Hinsicht. Rauchst du? Nein. Nimmst du Drogen? Nein. Wie findest du Talkshows? Schaue ich nicht. Wie alt warst du bei deiner ersten Alkoholvergiftung? Hoppla, habe ich nie gehabt. Da kann ich nicht mitreden. Wieso trinkst du Alkohol? Ich trinke echt wenig Alkohol. Wenn, dann richtig. Aber das kommt vielleicht 2-3 Mal im Jahr vor. Ich habe es einfach nicht gern, abgesehen von Gin Tonics. Aber ich habe es wirklich einfach nicht gern. Was war dein schönster Traum? Ich träume jede Nacht sehr viel und sehr realistisch. Und die Hälfte davon ist schön. Darum da sind ein paar dabei gewesen. Wovor hast du am meisten Angst? Vor dem Sterben? Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Mein Freund? Kann man echt den Migros-Lieferdienst dort anbestellen? Ich würde wahrscheinlich den Lieferdienst nehmen. Und sonst? Ein Feuerzeug, wie wir schauen damals Naked Survival. Und es ist ja recht doof, wenn du irgendwo im Amazonas bist und kein Feuerzeug hast. Und es hat überall Mucken. Vielleicht würde ich noch Antibrum. Vielleicht würde ich den Migros-Lieferservice durch Antibrum ersetzen. Ja. Sag etwas zu den Personen, die das lesen. Also, hören. Ja, schön sind bei Frage 99 auch noch dabei. Wie findest du diesen Fragebogen? Ja, ich weiss auch nicht. Das nächste Mal machen wir einen fitnessrelevanten Fragebogen. Oder, was wir könnten machen, ist, dass ihr mir einfach die Fragen, die ich unternehme, unter dem Video stellt. Weil ich sehe jetzt gerade, ich bin seit bald 25 Minuten am Schwätzen und das ist genug. Ich danke euch ganz vielmals, dass ihr zugelassen und geschaut habt. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr von mir und wie gesagt, alles, was ihr sonst noch wissen wollt,
fragen doch einfach. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!